Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren hier, wie wir es auch im Ausschuss schon gemacht haben, den 34. Jahresbericht der Landesdatenschützerin. Und ähnlich wie mein Kollege Hamann es eben schon gesagt hat, ist völlig klar, Datenschutz ist in Deutschland ein hohes politisches Gut. Und deswegen ist es auch wichtig, dass unsere Landesdatenschutzbeauftragte sehr genau hinguckt. Denn wir stehen leider, auch das wiederholt sich in den Berichten, immer vor ähnlichen Problemen, schon seit Jahren. Es gibt Firmen wie Facebook, das hat mein Kollege schon erwähnt, die sich nicht an die hiesigen Gesetze gebunden fühlen. Es gibt aber auch Firmen im Einzelhandel, auch das hat Herr Hamann schon angesprochen, wo Filialleiter und Chefetagen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter systematisch bespitzeln, filmen und auch teilweise von Detektiven verfolgen lassen. Und zwischen diesen beiden Polen bewegt sich auch der hier vorliegende Datenschutzjahresbericht aus Bremen. Ich möchte noch zwei, drei Punkte hervorheben, weil die uns tatsächlich schon seit Jahren beschäftigen. Die amtliche Datenverarbeitungssoftware FIS Compact, die bereitet uns seit 3 Jahren große Sorgen. Und da müssen wir eigentlich endlich mal zu Lösungen kommen. Es geht auch immer wieder um Datenübermittlungen in besonders sensiblen Bereichen, etwa durch Polizeibehörden, Gerichte und auch Staatsanwaltschaften. Auch hier haben wir immer noch keine sichere Lösung zur sicheren Kommunikation gefunden. Dabei gibt es technische Möglichkeiten zur Verschlüsselung, die ich an dieser Stelle auch noch mal einmal dringend anmahnen möchte. Es gibt aber auch erfreuliche Erfolge zu vermeiden. So ist die elektronische Schülerakte vorerst gestoppt worden, genauso wie die höchst problematische Facebook-Fahndung durch die Bremer Polizei. Auch auf Bundesebene konnte eine Verschlechterung des Arbeitnehmerdatenschutzes durch Schwarz-Gelb vorerst von der Tagesordnung genommen werden. Und ebenfalls wurde die lobbygelenkte Reform des Meldegesetzes verhindert, die Union und FDP in einer Nacht- und Nebelaktion durchgewunken hatten. Das sind gute Schritte, an denen auch die Datenschutzbeauftragte in Ländern und Bund einen großen Anteil haben. Und dafür möchte ich mich auch an dieser Stelle bei Frau Sommer bedanken, denn ich weiß ganz genau, dass Ihr Aufgabenbereich auch nicht besonders vergnügungssteuerpflichtig ist. Ich danke Ihnen.